Und die Welt, so wie wir sie kennen, also wie wir sie kannten vor dieser ganzen Sache. Also aus meiner Sicht wird die Welt nie wieder so werden wie damals. Das ist nicht so geplant. Von den unlichten Kräften wie von den lichten Kräften. Weil wir brauchen ja eine Änderung hier auf der Erde. Wir brauchen eine Änderung in der Gesellschaft. Da sind wir uns ja eigentlich einig. Nur, ja, das ist nur bei diesem Punkt ist es eben so, dass auch die, also wie schon gesagt, auch die unlichten Kräfte, die planen gar nicht, dass das Leben wieder so wird wie vor dieser ganzen Sache. Und da ist es auch egal, wie viel mal sich Menschen impfen lassen, selbst wenn das 10-mal wäre. Es ist einfach nicht geplant von denen. Und das kann man auch nachschauen. Also das ist jetzt keine Idee von mir, sondern das ist was, was man, wenn man recherchiert, das kann man auch rausfinden. Ich sage denen ja immer diese Strukturen, die vom Unlicht hier auf der Erde sind. Und naja, dann lasse ich das irgendwie so stehen. Also ich benenne die ja nicht wirklich. Und heute war so die Idee, dass ich einfach mal so gewisse Dinge sagen möchte, damit ihr einfach, wenn ihr das wollt, diese Begriffe nehmen könnt und das auch selber weiter nachschauen könnt. Das soll wie so ein Anstoß sein, weil wenn wir wirklich aufwachen wollen und wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir die zu einem schöneren, zu einem besseren verändern wollen, dann müssen wir wissen, wo die Blockaden liegen. Und wir müssen auch wissen, was die unlichten Strukturen wollen. Weil nur wenn wir uns über etwas bewusst sind, können wir uns gegen das und für was anderes entscheiden. Und der einzige Grund, warum die Pläne vom Unlicht funktionieren, ist einfach die Unwissenheit der Masse. Würden die morgen im Fernsehen kommen, dann hätten die ein Problem und darum kommen die auch nicht im Fernsehen. Weil ich weiß, dass am Ende von dieser ganzen Sache, in der wir drin sind, dass wir am Ende also, dass das alles gut rauskommt. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das noch geht und was bis dahin alles passiert. Aber ich weiß, dass am Ende, dass wir wieder eine neue, heile Welt aufbauen können. Und ich weiß das, weil bevor ich hier auf die Erde kam, dann sitzt man in so einer Planungsrunde und ja, überlegt sich halt, was man tun will und warum man hierher kommt. Und in der ganzen Sache da habe ich eben auch gewisse Dinge sehen dürfen. Und eines davon, das weiß ich zum Beispiel noch, ich habe da gesehen, dass, also ich kann jetzt den Zeitpunkt nicht sagen,
Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Menschheit in einer Situation war, wo sie wie in einem Dampfkochtopf in einer sehr drückenden Situation war. Und das haben wir ja jetzt. Und es wird ja auch schlimmer und nicht besser. Und während ich das gesehen habe, waren in der Menschheit, da hat man diese Lichtpunkte gesehen. Von den Menschen, die aufwachen und eine neue, heile Welt möchten. Und irgendwann, da gab es so einen Punkt, wo, also das sah wie so ein Art Durchbruch aus, wo wir dann, wo all diese Menschen, die eine neue, heile Welt möchten, die verankern ja das Licht hier auf der Erde. Und ich habe dann gesehen, wie das Licht da gewinnt. Also das ist ja wie ein großer Krieg, in dem wir gerade sind. Und der ist ja auch schon ganz lange. Also das ist nicht erst seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Das ist ja schon Tausende von Jahren. Und jetzt sind wir einfach in dieser Phase, wo sich das Ganze zuspitzt. Und darum sagen wir, dass wir in einer Endzeit sind. Und auch wenn sich gerade jetzt alles zuspitzt und für die Menschen schlimmer wird, ich weiß, dass am Ende alles gut kommt. Das wusste man schon. Damals, als wir da noch zusammen rumsaßen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und darum wird am Ende alles gut kommen. Also natürlich fällt dann die heile Welt nicht vom Himmel runter, weil wir Menschen sind ja die, die kann diese heile Welt auch machen. Aber das Unlicht, was wir hier auf der Erde haben, die Wesen, die Menschen entseelen möchten, die werden gehen, die werden nicht hier bleiben.